die man jetzt einmal schnell irgendwo einbauen kann. Servus. Nehmen wir die. Die guten, die roten. Hallo. Minecraft. Danke. Nein, nicht dahin. Das war gerade wieder sowas von sonnenklar, dass das Ganze so funktioniert. Du müsstest jetzt die Servos hier drin haben. Demnach solltest du jetzt hier auch funktionieren, hoffe ich doch. Du holst schon mal die Truhe mit den Küchengeräten, ne? Vorher mache ich noch einmal Beton. Jetzt fällt der blöde Tisch auch hier rein. Ich fasse es ja nicht. Ist jetzt hier angekommen, der blöde Tisch? Ja. Ist das andere irgendwo? Keine Ahnung, wo der ist. So. Also die Küche ist gleich umgezogen. Ist das nicht schön? Ja. Habe ich eine Werkbänke hin? Ach, die sind da. Okay. Gut. Echt mal wissen, wo das Ding hingewandert ist. Doch jetzt irgendwo hier unten angekommen. Oh, Gesundheit. Immer verschüttet. So. So, die Box habe ich schon geholt gerade, ne? Ja, kann ich ja die Tomatensuppe schon mal mitnehmen? Kannst du machen, Der Basilikum drin rumpaddelt. so, wo sollen die Werkbänke hin? Richtung Ofen? Ja. Davor brauche ich jetzt eine doppelte Truhe, da kommen die ganzen Gegenstände rein, ne? Den Backtisch packe ich schon rein. Wieso habe ich jetzt da einen Antikatlas?
Wieso habe ich 3 Stück davon? Hä? Ich pack mal beide erstmal hier rein. Ist mir jetzt auch Wumpe, ehrlich gesagt. So. Den Pott. So eine Holzhacke. Sowas. Noch sowas drin. Das ist ja noch sowas. Tja, müssen wir mal so eine Presse noch mal bauen, ne? Eigentlich gar keine Lust zu, so eine Presse zu bauen, ehrlich gesagt. Ah ja, na gut, okay. Was macht man halt nicht alles? Was ist hier noch so drin? Nichts Weltbewegendes. So, bist du jetzt soweit? Gut, dann können wir den nächsten gelben Trockenbeton machen. Das funktioniert. Noch 2 Stacks drin, super. Dann kommen wir heute mit dem Küchenhaus aber gut voran, denke ich mal. Ja, das denke ich auch. Dann baue ich da schon mal Scheiben ein. Ganz normale Scheiben oder willst du besondere Scheiben haben? Nee, ganz normale. Nur 24 Stück mitgenommen. Der Fensterscheinbar ist auch schon mal drin. Ist das gut? Ja. Du machst das schon. Bau einfach. Ich versuch's jedenfalls. Das bei rauskommen werden wir ja sehen, ne? Ja. Das denke ich auch. Irgendwas wird ja schon dabei rumkommen. Ist ja schon mit dem Beton schon wieder fertig? Wow. Das geht ja schnell. So, Rest kannst du dir dann einrichten hier, ne? Baue ich jetzt nochmal so eine Presse, weil ich finde die nicht mehr, wo die ist. Keine Ahnung. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ungefähr hier dann gelandet? Nein. Die wollen ins Lagersystem gesaugt, aber ich finde sie halt nicht mehr. Ne? Sie ist, irgendwie ist sie weg. Die Lampen hier auch mitnehmen? Ja klar. Ich weiß nicht, die kriegt man schlecht ab. Ich habe schon probiert. Ja, nimm mit. Die nehme ich schön. Da müssen wir lang. So. Ist der Rest ja schon eingerichtet? Ich dachte, er hat den Rest ja schon eingerichtet.
Ich muss die Sachen gerade holen. Ich komme jetzt gerade. Warum teleportierst du dich denn nicht? Weil ich auch mal ein bisschen laufen möchte. Aha. Okay. Nicht im Stress. Mach doch keinen Stress. Ich hätte es auch hier hinstellen können, hier, daneben. Den schönen Ofen. Ich würde die Bank hier hinstellen. Meinst du den Backtisch? Ja. Weil ich die Ecke nicht so kahl hier, weißt du? Ja, einfach bündig da an den Schornstein ansetzt unten. Wenn das geht. Na klar geht das. Geht doch. Ja. Sieht ja so viel besser aus, oder? Aber kommt hier aber hier die Tomatensuppe hin hier. Das ist mir egal. So, da. Bruder, hat der Basilikum drin. Müssen wir hier irgendwo nochmal eine Treppe hochbauen, nach oben hoch, wa? Zum Dachgeschoss ja. Dann später. Müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Soll es hier auch einen Keller geben? Oder? Keinen Keller. Wir können den Samenkeller auch drüben hinbauen, ne? Ja, kann man auch drüben hinbauen. Gut, dann machen wir das mal. Ist das nächste, was ich jetzt mache? Ist das in Ordnung? Ja. Packe hinten in die Truhe die ganzen. Achso, ich kann ja schon ein paar Lichterchen anbauen, ne? Und eine Treppe nach oben muss es dann irgendwo geben, denke ich mal, ne? Das wäre nicht verkehrt. Jetzt erstmal hier irgendwo so hin. So haben wir schon mal ein bisschen Licht hier drin, ne? Ja. Dann hole ich jetzt die anderen. Die für die Blumensamen. Dann kommen die unten mit bei den Pflanzen mit hin. Was hältst du davon? Ja. Ist auch eigentlich sinnvoll, ne? Oder? Wenn ich möchte das halt sagen, dann sage ich das, ja. Ja, alles klar. Schuki sagt das dann. Aber wie ein Schwein, wenn Schuki das dann sagt. Die Bienchen müssen wir mit nach oben nehmen. Ne? Gucken wir mal. Wo die Bienchen können auch nach unten runter. So, bringen die ersten Sachen jetzt wieder rüber. Ist nachher nur noch das Fresserchenraum und unser Geheimraum noch. Dann haben wir alles drüben. Dann brauchen wir nicht mehr rüber, glaube ich. Außer wir ein paar Gegenstände. Hier bin ich verkehrt. Ein paar Gegenstände holen. So. Gehen wir hier mal nach unten runter. Weil so viele Pflanzen werden wir auch nicht mehr kriegen, denke ich mal, oder? Wenn, ist es hier nochmal getrennt, ist auch nicht weiter wild. Ja, haben wir die Samen auch hier. Das ist jetzt der Vorteil, dass wir jetzt einen Controller für alles haben. Das war ja das erste Mal, dass wir es jetzt hinkriegen, dass es so ist, Schoki. Weißt du das? Okay. So, jetzt will ich aber erstmal Blumenkästen will ich schon mal haben. Wie Blumenkästen draußen oder was? Ja, die nehme ich jetzt mit. Und die
diese. Nicht alle, aber ein paar. Ich muss ja draußen noch bauen, die Blumenkästen, aber gut, okay. So, aus unserem Zuhause sind hier eng Blumenkästen, kann ich doch mitnehmen. Boah, ist die Küche kahl geworden. Die ist jetzt ja auch drüben, mein Schatz. So. So, die schließen wir hier gleich mal ab, die Fächer. Da haben wir noch genug an Pflanzen. Wo gerade sieht es Kürbiskerne? Ja, das passt ja. Hier ist ein Ghost Egg drin. Hier sind die. Okay. Hier sind die Gänseeier drin. Okay. Gut zu wissen. Dann sind die Gänseeier drin. Waren die unten? Warum waren die Gänseeier unten drin? Zack. Ich nehme hier mit den Königinsaft. Ich packe mal in eine Küche, würde ich sagen. Den Königin, ne? Ja. Ja. Das ist ja wie im echten Leben der Umzug hier, ne? Ganz schlimm ist das. Naja, mein Umzug war ja nicht ganz so extrem, ne? Nein. Hatte ja nicht viele Sachen. Und er zählt wieder hoch. Wunderbar. So, jetzt bringen wir diese letzte Truhe nach unten wieder runter. Und komm gleich wieder. Mach das. Ich bin hier. Ich laufe nicht weg. So, machen wir hier nochmal. Oh, das haben wir jetzt. Jetzt haben wir ein richtig gutes, großes Lagersystem. Da ist es genauso richtig, wie es sein soll. So. Haben wir jetzt noch zwei von denen hier. Das können wir halt da noch reinpacken. Genau. So. Genau. Wunderbar. So soll es sein. Wow. So, hier hinten haben wir jetzt Brotteig. Mal gucken, ob das hinten noch funktioniert. Mal Probe auf Exempel. Es funktioniert. Haben wir genau gut ausgemetert. Weißt du das? Ja, wenn ich hätte diesen Controller irgendwie jetzt mitten auf den Hof gesetzt. Das geht ja auch, weißt du?
Hätte man das Haus noch mal ein paar Blöcke weiter gebaut, dann wäre es gut gewesen. So. Dann könnte man jetzt ja mal anfangen mit dem Dachbau hier, oder? Was meinst du? Ja, was brauchst du für das Dach? Nee, nicht Dachbau, fürs Obergeschoss langsam. Kein Dachbau, Entschuldigung, habe ich verkehrt ausgedrückt. Jetzt setze ich dir hier erstmal hier außen ein bisschen was mit Blumen dran. Zack, zack. Ich glaube, unser gelber Beton wird auch noch nicht reichen, ne? Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Nee, das ist erstmal weg. Das sieht doof aus. Das lasse ich mal hier weg. Das sieht doof aus. Mal die Holzstöcker hier rein. Jetzt brauchen wir eine Tür, ne? Für vorne. Ja. Wir brauchen eine Doppeltür, richtig? Soll die Tür aus Schwarzeichenholz sein? Vorne? Oh, das ist egal. Mach mal, wie du denkst. Ich baue mal was. Genau. Standard, Holztür. Öffnung, Zeit, Schließen, Verzögerung. Was habe ich da gemacht? 10? Müssen wir mal gucken. Bewegung. Aufgleitend. Links, rechts. Oben, unten. Aufschwingen. Ich probiere mal was aus. Man kann das ja wieder umbauen, ne? Genau so sieht's aus. Rahmenart. Rahmen machen wir daraus. Tür bauen. Bin ich mal gespannt, wie das ausschaut. Oh, jetzt auf eine kleine Tür. Mist, das war doof. Kann man noch eine große Tür bauen? Könnte man nicht eine große Tür bauen? Tür bearbeiten. Zu ändern eine Tür. Tür ändern. Ach, das bleibt dann so. Das ist ja doof. Okay. Das war jetzt was für die Tonne. Das Toilettchen, ne? Genau. Man kann auch einen Digi-Code eingeben, wenn man reinkommt. Erstellen. Wie konnte man so eine große Tür bauen? Ach, das konnte man, glaube ich, nur... warte mal. Tür. Diese großen Türen gingen doch nur anders, ne? Tür. So eine große Tür. Schiebetür. Eine Hightech-Tür? Nee, war es auch nicht.
Oh, was war das denn für eine Tür? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Diese schöne große, weißt du? Oh, was war das für eine Tür? Weißt du auch nicht mehr, Schoki, ne? Ich weiß es nicht mehr, nein. Ich habe erstmal selber hier zu tun. Okay. Ich kann dir da leider nicht helfen. Gibt es nicht so eine Doppeltür? Gemälderahmen. Ah, unter Doa. Ah, siehste. Large Bruce. Large Oakwood. Braucht dafür 4 Schwarzeichenholztüren. 4 Schwarzeichenholztüren. Na super. Ja, ist ein bisschen anspruchsvoll, ne? Ja, man muss halt nur wissen, wo die Türen wieder sind, weißt du? Jetzt haben wir 3. Toll. 3. Jetzt haben wir gleich 6 Türen davon. Aber ist ja egal. Gucken, wie das überhaupt ausschaut. So, jetzt können wir hier so eine große Tür bauen. Das ist eine Eisentür. Eine Eisentür wollen wir nicht haben. Nee, das ist zu kalt. So eine Large Oakwood. So, haben wir. Also mit den anderen war das dann so. Eieieiei, okay. Okay, das ist schon mal fast richtig. Was ist denn für Scheißern? Oh, sieht das so schon mal nicht verkehrt aus. So, wir haben hier schon mal eine Tür. So, das ist ja auch schon mal was wert. Wenn wir hier rein und rausgehen wollen, können wir auf und zu machen. Große Dreiertür. Und bist du schon mächtig hier am Einrichten? Ich muss jetzt erstmal. Ach, die Presse muss ich nochmal bauen, nicht? Die Presse, scheiße. Entschuldigung. Ich habe ja schon gerade das Teil eingerichtet. Weiter komme ich jetzt noch nicht. Eine Presse. Ich brauche Kolben. Dazu brauche ich Cobblestone, Holz. Und dafür brauche ich 6 Holz. Holz. Zwei davon. Was war das noch? Presse. So ein Kolben. Eisen. 2 Eisenbarren. Dann machen wir schnell eine Presse, hm? Ach, Blödsinn. Ich will kein Induktionsschmelzerei bauen, ich will eine Presse bauen, Freunde. So, weiter geht's. Was brauche ich jetzt noch für die Presse? Ich brauche nochmal 6 Eisen. Zwei Schwarzeichenholztüren. Haben wir die schon? Wahrscheinlich noch nicht. Schwarzeichenholztüren kommen hier.
Einer. Oh, Schwarzeichenholztüren haben wir schon im Lagersystem. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt haben wir schnell eine Presse gebaut. Möchtest du hier volle Türen haben oder so wie drüben mit Gitter drin? Nee, volle Türen. Dass keiner reingucken kann? Ja. Machen wir. Hatte ja zwei Stück gebaut gehabt, welche waren das? Ja, und wie funktionieren die Öfen? Kann ich dann einfach dann hier was reinwerfen oder was? Ja. Habe ich jetzt die Türen hingepackt, die ich gerade gebaut habe? Habe ich die hier nicht reingetan? Die waren das. Ich hoffe, die Türen gefallen dir hier. Warum sollen sie mir nicht gefallen? Das ist aber doof aus, auch wie die gleiten. Das ist doof. Nee, ich würde da wieder ein bisschen oben mit ein bisschen Glas reinmachen, weißt du das? Ja. Das sieht lockerer, das sieht aufgelockerter aus. Okay. Oder willst du lieber? Nee, da mach ein bisschen Glas. Das Sägewerk. Das Sägewerk? Sägewerk, komm her. Holzsägen. Einen dunklen Rahmen. Machen wir mal, wa? Gucken wir mal. Türfabrik. Holztür. Also wenn ich jetzt einen Tonklumpen in so einen Redstone-Ofen reinpacke, dann habe ich gleich einen Tonziegel oder wie? Ja. Hast du. Haben wir Tonziegel schon irgendwo einsortiert? Ja. Ich probiere das jetzt einfach mal. Lass einfach reinpacken. Genau. Ja, wo ist das Ziegelchen jetzt? Das ist auf einmal wieder weg. Ja, oder? Das kommt ja drüben ins, im Lagersystem an. So. Ja, wo soll es denn sonst hinkommen? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ein Tonziegel ist. Die gehen irgendwie viel schneller, die Öfen. Ja, gehen sie auch. So, ich muss ja mal die Zeit nochmal kurz ändern. Netherziegel. Tonklumpen habe ich. Was suchst du denn? Tonziegel. Wo mein Ziegelchen hingekommen ist. Tonziegel. Hier oben. Ich kann das mal runternehmen, das was da unten reinpacken. Soll ich das mal machen? Ziegel. Nee, lass uns da oben. Ja, okay. Muss man halt nur mal ein bisschen die Kalpen aufmachen. Genau.
13 mal 64, ja, das reicht erstmal, ne? Das reicht erstmal, massig. Hoffe ich jedenfalls. Ich bin ja Tonexperte. Und wo war das nochmal, wo ich dann Kohle auffüllen muss? Hier unten irgendwo, im ne? Keller. Im Keller. Wo war das nochmal? Ja, im Keller. Ja, zeigen Sie mir das mal. Kommen Sie mal mit dir. Kann ich gerade nicht. Ich muss gerade die Türen bauen. Keller. Geh runter in den Keller, ganz hinten hin, wo die Generatoren sind. Einen kannst du mit Kohle auffüllen. Kompressionsdynamo habe ich, bin ich hier. Ja, und? Was ist daneben? Dampfdynamo. Sollen die Türen aufgehen oder zur Seite schwenken? Aufgehen. Gut. Keine Schiebetüren, alles, ja? Alles, ja, alles klar, hier ist abgefunden. Na, siehst du. Die sind anstrengend heute.